Presents Marvel Comics. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar ja, die Capcom, die Marvel vs. Capcom Fighting Collection ist hier gelandet. Und ich bin unter anderem ja auch großer X-Men-Fan. Und dabei werde ich auch hier ein Arcade Run endlich mal die Möglichkeit zu bekommen, an dieses Spiel ranzukommen. X-Men Children of the Atom. Ich bin ja unter anderem auch mit der X-Men Animated Series in den 90ern aufgewachsen und bin auch Fan der X-Men, daher passt das alles. Ich bin, wie gesagt, es gab auch eine PlayStation 1 Version, aber an die bin ich sehr, überhaupt gar nicht rangekommen. Wusste ich auch sehr lange nicht, dass es die gab. Es war bisher auch immer so ein Arcade-Titel für mich. Und ich glaube auch die PS1 Umsetzung, die war, weiß ich nicht jetzt, wie die war. Aber das war auch ziemlich beliebt damals in den Arcades. In der Arcade-Hallen, also daher. Ja. Okay, wollen wir mal. Wir fangen an Arcade Run mit Wolverine an. Gleich gegen Storm. Dann wollen wir mal. Das wird leider auf dem X-Jet die Aurora Monroe wegmachen. Oh! So, erste Gegner sind ja meistens immer leicht. Ja, gegen Storm zu gewinnen. Ja, ist nicht so cool. That's the best you can do. Ja, das ist eigentlich so ein Spruch, den Wolverine so lassen würde. Aber, ja, wollen wir mal gucken. So, jetzt kommt der hier. Ja, der hat ja absolut keinen Bock. So, da haben wir ihn. Verdammt! Boah. Nächster. Berserker Barrage, Alter. So, ich habe mich auch ein bisschen eingespielt. Wie gesagt, erwartet hier jetzt keine Megakassen-Kombos oder so. Das ist einfach nur mit mir zusammen hier den Spaß unseres Lebens zu haben. Und unter anderem auch dieses Spiel zu erfahren. Oh mein Gott! Nice, man! Der hat ja aber coole Moves. Scheiße! Das ist noch relativ simpel.
gehalten hier. Ah, Scheiße! Ja, aber es geht. Ich habe mir den ein bisschen angeguckt. Ah, Psylocke. Auch ein Charakter, der wenig in der Animationsserie da war, aber mehr Rollen in den Comics spielt. Habe sie gelegt. Aber ich muss sagen, das Spiel, wie gesagt, generell die Fighting Collection, ich spiele das ja hier mit normalen Controller, lässt sich wirklich gut von der Hand spielen. Gegen Cyclops in Danger Room. Ist halt ein Arcade-Spiel, deswegen ist das generell simpler. Boom, Alter. Dann haben wir den Leader der X-Men K.O. gemacht. Yay. That's the best you can do. Oh Mann, Omega Red. Ein Gegner, eher ein Villain. Also Nemesis, hat eher was mit dem Weapon X-Programm zu tun. Oh Mann, ey. So, dann haben wir den. Round 2. Fight!
Oh, der hat mich noch bekommen. So, hab es. Ha, typischer, wie gesagt, das ist ein typischer Wurf gegen Juggernaut. Aber wie geil das auch gemacht ist hier. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer, Leute. Oh, Mann, 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 Mann. Scheiße. Haben wir noch Glück gehabt. Okay, komm schon. Bam, Alter. Ich meine, er spielt sich ähnlicher natürlich auf der Basis wie Street Fighter. Und die Specials natürlich, Wolverine, relativ Halbkreisbewegung so. Magneto, Avalon. Eigentlich würde das gar nicht gehen. Aber das ist geil, dass die Sprecher hier sind. Auch. Fieser Arsch! Doch, der ist invincible, der Arsch! Der ist invincible, der Arsch bei so. Wow! Aber die Zeit ist fast vorne gegangen. Komm mal runter, ey. Ich hasse diese Phase. Oh nein. Und er hat gewonnen.
Wegen Zeit. Nein, 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 nein! Was möchte der jetzt? Harter Arsch, ey. So, und dann habe ich jetzt Avalon kaputt gemacht. It's over, Burp. Yeah, it's your choice. You can still join me, Wolverine. Help me protect Mutienkind. Save the species, Maggie, you're tough. Then leave you, Avalon will last much longer. Zip. Hat uns weggebeamt. Wolverine, what has happened? It's over. Let's get out of here. Ach, war die Folge noch nicht, wo er sein Stubborn to the End? Ja. What was that? Nothing. Welcome back, Jean. I'm glad you're here. Take care of our summers. Ja, die gehören aber auch zusammen. Normalerweise ist Logan ja eher I need a vacation. Yeah, auf dem Motorbike. It's never fails. We're running into all your jokes. You have to intervene. Oh, ist er schnell. We'll no longer tolerate it. Thanks for the exercise. Well, next, Herr Madupur is one. Ja, meine Damen und Herren, das wär's mit dem ersten Arcade-Run in X-Men Children of the Atom. Ich muss ehrlich sagen, als X-Men-Fan, das ist wirklich geil, dass man jetzt die Möglichkeit hat, dieses Spiel als X-Men-Fan zu spielen. Vor allem, wenn man Fan der jedenfalls mit der 90er Animated Series aufgewachsen ist. Und diese Sprites sind einfach wahnsinnig geil. Also wow, was da Capcom rausgehauen hat. Das ist natürlich der Anfang der Versus. Also sie haben daraus aus der Basis die Versus-Serie entwickelt. Und das ist noch sehr ziemlich basic. Ne? Ich spiele das, weiß Gott, nicht optimal, das ist klar. Aber es geht hier auch rein um den Spaß. Und ich kann leider diese Texte nicht so schnell lesen, da müsstet ihr vielleicht pausieren, wenn ihr das lesen wollt. Aber wirklich für so einen kleinen, feinen Arcade-Fighter. Für so einen kleinen, feinen Arcade-Fighter ist X-Men Children of the Atom definitiv geil. So, dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. Und kommentiert, und wenn euch nicht nur mein Fighting Stage Zeug gefällt, hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns wieder, wenn es heißt, wenn wir uns mit Storm uns hier durch den Arcade Run in X-Men Children of the Atom durchballern. Daher, ja, see you next time. Bye bye.